Dortmunder in den Traditionsfarben Schwarz-Gelb begann fesselt. Das ist Knut Reinhardt. Dann Flemming Pausen. Er spielte für Frank Mill. Sein Bewacher war Buchwald. Dann Chapuisat. Uwe Schneider war sein Bewacher, der zum ersten Mal das Nachsehen hatte. Und Knut Reinhardt mit einer artistischen Einlage nach genau 6 Spielminuten. Wir sehen das Ganze noch einmal. Flemming Paulsen, der Chapuisat glänzend in Szene setzt. Der umkurft Uwe Schneider. Und dessen Flanke versucht Knut Reinhardt auf artistische Art und Weise ins Tor von Immel unterzubringen. Auch danach ein einziger Sturmlauf der Dortmunder, meist über die rechte Seite. Michael Lusch, dann wieder das Duell Chapuisat gegen Schneider, lachender Dritter Eike Immel. 8 Jahre spielte er in Dortmund und er machte heute ein großes Spiel. Bewundernswert aber die Auftritte von Stefan Chapuisat. Chapi nennen ihn seine Fans liebevoll, aber es sind seine Bewacher, die eher ein Hundeleben führen. Er umkurft ja nicht nur Uwe Schneider, auch Gardino hat das Nachsehen. Der kommt immer wieder zum Flank. Ottmar Hitzfeld sah nach wie vor eine überlegen geführte Partie. Erst nach 32 Minuten dieser Freistoß für den VfB Stuttgart. Und da geriet die Dortmunder Abwehr zum ersten Mal in Verlegenheit. Aber es war typisch, dass der Libero Slobodan Dubajic die erste Gelegenheit hatte für die Gäste aus Stuttgart. Danach wieder Borussia Dortmund, ab und zu Leichtsinnsfehler. Hier ist es Thomas Helmer, der Libero, der ein gutes Spiel machte. Der Leichtpatz, sofort wird der Konter gefahren über Gardino, der hier wieder angespielt wird. Dann das direkte Zuspiel zu Matthias Sammer, der trotz seiner Kapselverletzung heute mit auf. Es war also nahezu alles an Bord. Sieht man einmal davon ab, dass Schäfer gesperrt ist bei den Stuttgartern. Zorc auf Dortmunder Seite noch verletzt. Nach 37 Minuten der 8. Eckball für die Dortmunder, von dieser Seite immer von Chapuisat hereingebracht. Buchwaldabwehr und dann dieser mächtige Schuss von Thomas Frank. Und da rettet Gaudino für seinen Torhüter auf der Linie. Hier sehen wir die Klärung von Buchwald und dann dieser mächtige Schuss von Thomas Frank. So blieb es nach 45 Minuten beim 0:0 in Dortmund. Auch nach dem Wechsel, es wurde bis dahin noch nicht ausgetauscht, nach wie vor ein einziger Sturmlauf auf das Tor von Eiking. Jürgen Kramny rettet hier, 12. Eckball für Dortmund von der rechten Seite. Einmal mehr Stefan Chapuisat. Und die meisten Chancen hatte bis dahin Michael Rummenigge, der auch hier knapp übers Tor schießt. ...63 Minuten gespielt, immer noch kein Tor in Dortmund. Chapuisat, Flemming Paulsen auf und davon, dann Eike Immel holt Paulsen von den Beinen und sofort entscheidet Schiedsrichter Alfons Berg auf Strafstoß. Gelbe Karte gegen Eike Immel, zu Recht, wie die Zeitlupe hier verdeutlicht. Strafstoß also für Borussia Dortmund. Und wer wird ihn ausführen? Michael Rummenigge liebevoll legte den Ball zurecht. 2 Elfmeter hat er im Laufe der Saison bereits verwandelt. Nun sein dritter gegen seinen früheren Torhüter, gegen Eike Immel. Und den schickt er ins falsche Eck, aber jagt den Ball auch am Tor vorbei. Jubel bei den Stuttgarter Fans, die in stattlicher Zahl nach Dortmund gekommen waren. Das Ganze noch einmal nach wie vor 0:0. Aber die Moral der Dortmunder war gut. Einwurf Michael Lusch. Wieder Thomas Frank, 22 Meter und fabelhaft die Abwehr von Eike Immel. Dann kommt Frank Mill ins Spiel, Michael Luschling, aber oh Wunder, auch Christoph Daum brachte einen neuen Stürmer. Hier sehen wir ihn, Sverrisson, er kam für Stremel ins Spiel. Dann Leichtsinn von Kutowski, der gegen Gaudino bis dahin gut gespielt hat. Und hier war die Frage nur, war das Foul im Strafraum oder draußen? Gelbe Karte gegen den Sünder, gegen Kutowski. Und dann verlegt Schiedsrichter Alfons Berg den Tathergang an die Strafraumgrenze, also Freistoß, kein Strafstoß. Gaudino, kurz vor Schluss, also noch einmal eine Chance für Stuttgart. Sverrisson, aber es blieb nach 90 Minuten trotz einer überlegenen Dortmunder Mannschaft beim 0:0. Das Schlusswort hat Christoph Daum, der sehr treffend resümiert. Klar muss man sagen, die Dortmunder hätten heute mehr als den einen Punkt verdient. Aber wir hatten auch noch Konterchance und dann weiß, wenn man diese Chancen auslässt, wenn zum Schluss der Schiedsrichter vielleicht den Elfmeter gibt, dann gewinnt das Ding sogar 1:0. So grausam kann manchmal Fußball sein.